BMQ ist das Weekend zu Gast in der JD Andermatt. Wir sind eine Herbal-Hiking-Tour gemacht, wir haben eine Wagyu-Zucht angeschaut und einen Einblick bekommen über die Zukunftsvisionen von Andermatt. BMQ, das Schweizer Lifestyle-Magazin. Fashion, Music, Movies, Legal Life and Society und vieles mehr. Wir befinden uns in einer der exklusivsten Suiten aus der Hotelszene, wo eine Nacht schnell mal über 15'000 Franken kosten kann. Da wäre der Rundgang. Es wimmelt. Wenn man das hier also in einen Salat tut, dann haben wir wirklich einen sehr schmackhaften Salat. Ein bisschen bitter, ein bisschen sauer, aber das sind wir uns einfach nicht mehr gewöhnt. Den könnt ihr eigentlich so essen. Und dann schmeckt er. Mich erinnert das immer an Spargel. Etwa in einem Monat werden die ganz schwarz und kehrt dann weg. Aber ich finde, das ist Top-Kümmi. Mit Käse zusammen ist das wirklich sehr lecker. Und jetzt seht ihr, es hat sich schon recht verändert. He? Die Lack haben wir immer noch, also hat es mal Schaf gehabt, aber ich sehe eine andere Flora. Wenn ich weniger als eine Stunde muss laufen, so viel Thymian ins Maul, ganz fein verketschen und dann wirklich das Kräutchen rausspeizen und den Saft schlücken, ist sehr herzaktiv, spricht das Herz an und erhöht den Puls. He? Da ist Süden, he? Der hat gerne warm. Den findet ihr auf der Nordseite fast nie. Nein, es ist zu kalt. Wow! Jetzt haben wir aber Schwein gehabt. Jetzt haben wir den Schwein gehabt. Das ist die geilste Blüte, die es gibt. Die schmeckt nach Mandeln, nach Haselnüsse, nach allem Würsti. Ich finde die einfach der Hammer. Wagyu heisst übersetzt schlicht japanisches Rind. Wir haben angefangen im Jahr 2015. Wir haben 12 Embryonen aus Australien importiert. Und anfangs geht es eigentlich eher nur über einen Embryotransfer. Da wird eigentlich von einem Rind befruchtete Eizellen rausgenommen und wieder einem anderen Rind, zum Beispiel einem braunen oder einem Holsteinrind, eingepflanzt. Und nach 9 Monaten wird das geboren. Und das sind eigentlich alles reinrassige Wagyu. Da sehen wir es auch gut, jetzt von dem, als ziemlich viel Fett angesetzt ist, als nachher die Marmorierung ziemlich gut auch ist, wird sie bei diesem Rind. Sobald da hier oben muss es scheinbar so eine Schicht Fett sein, dann ist es eigentlich schlachtreif, davor nicht. Und die einen sind halt vielleicht schon mit 3 Jahren und die anderen brauchen fast 4 Jahre.